Das ist Möbius 1 und Möbius 2. Sie kennen sich im Internet besser aus als jede Suchmaschine und sprechen besser Googlisch als Deutsch. Wenn du was von ihnen willst, schreib ihnen besser eine Mail oder, das macht ihre Mutter meistens, kappe die Internetverbindung. Das ist Binky. Binky liebt alles, was pink ist, außer Kleider in pink. Wie Binky wirklich heißt, weiß nicht mal sie selbst mehr so richtig. Binky ist der Kopf des Detektivbüros Nepomuk. Das heißt, sie ist der Boss. Wenn es etwas gibt, was Liliane kann, dann ist es zu schreiben. Sie führt die Nachdenkliste des Detektivbüros Nepomuk, entwirft die Werbezettel und führt das Buch der Fälle. Shakespeare heißt so, weil sie nur in Reimen spricht. Außerdem ist sie die beste Theaterspielerin auf der Welt. Das ist Nepomuk, der Heilige der Flüsse und Schutzengel des Detektivbüros Nepomuk. Hier ist der Treffpunkt der Detektive und es gibt eine Legende, dass unter der Statue einen Geheimgang zum Detektivbüro führt. Aber das ist wahrscheinlich wirklich nur eine Legende. Die Nepomuks haben einen Erzfeind, den ihr auch kennen müsst, um diese Geschichte zu verstehen, und zwar die Ultras. Die Ultras sind ultra gemein, ultra fies und ultra erfinderisch im Ausdenken von Unfug, der anderen Leuten Schaden bereitet. Freddy, die eigentlich Frederike heißt, ist der Boss der Ultras. Sie ist so böse, dass sie eigentlich ins Guinness Buch der Rekorde gehört. Garfield, der nicht viel checkt, aber dafür alles tut, was Freddy von ihm will. Dingo, die in Australien geboren wurde und manchmal ganz schön down under ist, was auch immer das heißen soll. Zoe ist super schlau, super durchtrieben und super gefährlich. Sie ist die Geheimwaffe der Ultras. Glaubst du, das funktioniert? Was? Na, unsere fiese Aktion natürlich. Fiese Aktion? Es wird nicht lange dauern und sie kommen uns auf die Schliche. Wer sie? Die Nepomuks, du Trottel. Freddy überlegt, ob die Leute in Brixen die Nepomuks zerfleischen, ob sie sie einkerkern und einbunkern. Ach, wegen der Nepomuks machen wir das. Geniale Idee. Wer hatte die dann? Freddy und Zoe natürlich, du Stopsel. Los, Action! Dann gib's ein paar auf die Löffel. Ich kenn die ja gar nicht. Und die haben gar keinen Rucksack. Stoll mal, was soll denn der Blödsinn? Jetzt gib's mal zurück. Die haben gar keinen Rucksack. Oh! Hä? Halt, stopp! Du gehst nirgendwo hin. Wo hast denn du meinen Sattel hin, du Dieb? Ich, ein Dieb? Bei dir macht's voll Beep. Ja, siehst du da irgendwo einen Sattel? Nein. Ja, gleiches Bandana-Band, alles gleich. Wo ist mein Sattel? Gib mir den jetzt. Oh, Rotzkitsch. Was hat denn das davor gesollt auf dem Dorfplatz? Hä,
Du hast mich komplett nass gespritzt. Ich habe nichts getan. Schau, ich darf nicht nass werden. Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich, wenn ich nass wäre, krank wäre. Ich habe aber nichts getan. Ich bin nicht enden gewesen. Hey, glaube ich doch nicht. Die schreibe ich mir auf. Ich habe meinen Band sicher nicht umgespritzt. Und ich habe ganz sicher keinen Rucksack gestohlen. Ich hätte einen Zettel gestohlen, die wollten mir den Arsch versohlen. Da waren sie bei Mama Nacht. Kari Bulari. Ja, genau. Das ist die Frage, über die wir nachdenken sollten. Welche Frage? Wer die Streiche wirklich auf dem Gewissen hat. Die Ultras. Ja, genau. Die Ultras. Und wisst ihr was? Die kennen was erleben. Denen werden wir es richtig heimzahlen. Die hätten das nicht umsonst gemacht. Wir rächen uns. Das wäre ja gelacht. So, das hat geklappt. War ja auch meine Idee. Welche Idee? Garfield, kann man an Blödheit eigentlich sterben? Ich bin nicht blöd. Stimmt, nur dumm. Also Leute, jetzt kommt Teil 2. So Leute, jetzt beginnt Operation Überwachung. Es wisst alle, was ich zu dir hab. Mir Vision und zwar, es sammelt die Informationen in der Zentrale. Schakalaka Mimisporti. Quacka Fironi. Halt, stopp! Hey Freddy! Allein unterwegs? Ja, was dagegen? Na, noch nicht mal ein Gift. Alles gut? Wie war's, wenn es nicht die ganze Zeit Streiche spielen tat und ins Dom mit in die Tinte reitet? Das tun wir. Ja, genau. Und mit dem Sam ist jetzt Schluss. Glaubst du, ich sieg nicht, dass es genau die gleichen Kleider unhab wie mir? Ich bin echt nicht blöd. Ich wusste gar nicht, dass ihr so viel Geschmack habt.
jetzt hummeln. Wir zittern. Sollte es auch. Wir werden den Kids verprügeln, bis eigentlich der Saft aus der Nase rinnt. Leute, helft Pinky doch mal beim Rechnen. Wie viele sind Sie? Zwei. Bravo, Garfield. Und wie viele sind wir? Drei. Garfield, wie wär's, wenn du dich mitzählst? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das heißt? Wir sind mehr. Und das heißt? Sie sind in der Unterzahl. Und wer kriegt Haue? Wir. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir bringen euch ins Gefängnis. Wir brechen die Bank einen überfallenen Seebacher und die dummen Erwachsenen werden denken, dass ihr das wart. Sie werden euch einen jahrelangen Hausarrest verpassen und die Stadt gehört uns. Wir werden Kinder erschrecken und Fahrräder klauen, so wie in den letzten Tagen. Und wenn ihr in einem Hausarrest seid, werden wir vor eurem Fenster springen und euch lange Narben bringen. Zaka, zaka, piff, paff. Da waren sie mal lecker. Was haben sie gesagt? Dass sie alles mit der Kamera aufgenommen haben. Ein Geständnis ist auf der Festplatte und ist soeben an die Polizei geschickt worden. Sie wissen, dass ihr es die Bärsen seid. Oh, hoi Freddy, Bruder. Gut, dass du bist. Wir sind die Bösen. Bis zum nächsten Mal.